Der Jetboil Flash, ein Wasserkocher, ein Systemkocher, Gaskocher, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen vom Ranger Jack. Vielen Dank dazu. Wer bei mir Abonnent ist auf dem Kanal, kann dort reinschauen, kriegt 10% Rabatt in seinem Store. Die Adresse des Links unten in der Infobox. Soweit, so gut. So, gleich von Anfang an. Jetboil ist ja im Internet hier momentan, macht es wirklich groß die Runde. Was ist so Besonderes an dem, zeige ich euch gleich. Vorher möchte ich noch auf den Kanal von WalterXTV, den Sascha, verlinken, denn er hat auch ein Jetboil, eine andere Variante, und erzählt euch ziemlich gut, finde ich, in dem Video Details zu dem Kocher. Darum gehe ich gar nicht mehr so auf die Details dieses Kochers ein. Ich werde euch bloß zeigen, wie man den zusammensetzt, was ich daran gut finde und was nicht. So, also Fassungsvermögen vom Wasser ist 1 Liter. 800 Milliliter können tatsächlich gekocht werden drin. Das ist das eine. Hier vorne haben wir, das ist also Neopren hier zum Schützen. Hält länger warm und schützt einen auch vor dem Verbrennen. Wenn es sehr heiß ist, kann man das gut anfassen. Hier ist eine Handschlaufe drin, also kann man auch so nehmen. Finde ich recht gut. Und da oben noch eine kleine Schlaufe. Vielleicht einen Karabiner reinmachen und an den Rucksack draußen anhängen. Möchte vielleicht. Das da vorne ist so eine kleine Lasche, da kann man dann irgendwie ein Essensbesteck, einen Löffel oder so reinmachen. Macht ja Sinn, habe ich aber jetzt eigentlich nicht. Gut, fangen wir mal an. Unten ist dieser Schutzdeckel. Das ist auch so ein Messbecher, also 250 Milliliter Wasser geht da rein. Und hier sieht man auch wunderbar das Lamellensystem, den Hitzeleiter oder Wärmeleiter des Gaskochers. Oben befindet sich ein, ja, würde ich eher sagen, so ein Gummideckel. Ist aber okay, da kann ich es nicht zerbrechen. Plastik wäre dann unvorteilhaft. Finde ich auch hier so, es ist eigentlich so ein, dieses Plastik hier, naja, man muss schon aufpassen. Ich glaube, dass der dann schon mal schnell kaputt geht. Viele, habe ich auch gehört, verlieren den. So ein Pech. Da vorne ist so ein Ausguss dran, aber kein Sieb. So, da habe ich die Gaskartusche drin. Den Kocher selber. Und unten ist noch die Halterung zu dem Kocher. Wie der Sascha schon gesagt hat, ist es sehr wichtig, dass man das hier, ja, wenn es geht, so draufsetzt. Genau, das ist auch dafür vorgesehen. Hier sind so Aussparungen drin, dass man es genau da draufsetzt, wenn man es reinpackt, dass diese Piezo-Zündung nicht abgebrochen wird. So, dann kann ich mal zeigen, hier sind so Nasen, die kann man hier rein. Und dann rastet das Ganze ein. Das gehört noch ausgeklappt. Naja. Gaskartusche dran schrauben. Standfuß draufklipsen. Und fertig ist das System. Ja, soweit so gut, der Jetboil Flash. Also sehr schneller Kocher, finde ich auch sehr gut für mich, weil da in den Bergen beim Sascha oben, ja, schon windig und so weiter, da kommt mir der Kocher hier wirklich zugute. Ich finde halt diese Zündung, finde ich optimal. Hier kann man ja mal sehen, aufgedreht, zack, ein komplettes System. Dann kocht das Wasser, kannst du es einfach komplett nehmen. Also Systemkocher logischerweise und dann in die Tasse einschenken, das Wasser, und stellst es wieder ab. Tolle Sache, muss man nicht mit dem, auch wenn es Spaß macht, mit dem Feuerstahl rumzündeln und so weiter und so fort. Gelungene Sache. Ja, also was mir nicht so gut gefällt, ist halt allgemein hier, dass man kann halt nur diesen Topf hier verwenden, draufhängen, einrasten lassen und so weiter. Es gibt bei diesem nicht das Zubehör, dass man universell
andere Töpfe benutzen kann. Leider, schade eigentlich. Der kostet fast 20 Euro. Finde ich sehr teuer für so ein Stück Aluminium oder was das ist. Tja, genau. Sonst eine gelungene Geschichte. Schnelles Wasser für einen Kaffee draußen. Und naja, mit den Größen, also hier ist 1 Liter bzw. 800 Milliliter, muss jeder selber für sich entscheiden. Ich bin sehr zufrieden, was das Wasserkochen betrifft. Das andere muss ich dann im Laufe der Zeit mal rausfinden. Ich würde jetzt nicht unbedingt hier Ravioli warm machen, weil die unten vermutlich gut anbrennen. Nettes Gimmick ist ja hier das. Finde ich irgendwo lustig. Nett, dass der dann orange wird, ja, wenn er heiß ist oder wenn das Wasser heiß ist. Ist okay. Sonst fällt mir jetzt nichts Tragbares ein, was wichtig wäre für den Kocher. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Wie gesagt, Link zu dem Kocher habe ich auch unten rein in die Infobox. Und wir sehen uns dann draußen. Ich muss jetzt noch ein bisschen übernachten. Hier und die Natur genießen. Draußen im Wald, beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht es gut, Servus, Ciao und danke fürs Reinschauen.